Guten Morgen, ihr Lieben! Ja, wie ihr seht, schaut sie ganz schön aus. Finn hat ziemlich schön gespielt letzten Tag. Wir sind ziemlich spät nach Hause gekommen. Hallo, Schatz! Wir sind ziemlich spät nach Hause gekommen und deswegen haben wir auch nichts mehr aufgeräumt. Da hatten wir natürlich keinen Bock drauf. Wie ihr merkt, der Finn ist nicht so gut drauf. Also, er ist, weiß nicht, er ist einfach die letzten Tage so. Wahrscheinlich Trotzphase, ja. Und jetzt will er aber essen und das machen wir dann auch jetzt. Genau. Wir sind heute schon bei Tag 6. Das ist wirklich viel. Also ich hätte nicht gedacht, um ehrlich zu sein, dass ich so konsequent bin und es wirklich durchziehe. Ich meine, okay, die letzten zwei Tage sind ziemlich kurz geworden. Aber es war einfach doof zu filmen bei dem Stress und allem. Und dann bei jemand anders. Ja. Kerze, genau. Und heute schneit es und es ist ziemlich kalt draußen, aber ich muss eigentlich noch in den DM und ein hellblaues Teil holen. Ja, das ist für dich, Schatz. Das ist für dich. Mama macht dir ein Cover. Ja, also... Ja, ein Kaffee kriegt mein Schatz noch nicht. Ja, auf jeden Fall schauen wir mal, was heute so ist. Ich bin ja immer ziemlich verplant, sage immer nichts ist und dann ist doch was. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal nichts da dazu. Also ich muss sagen, es ist schon ganz schön stressig, finde ich, jeden Tag zu vloggen. Da muss ich echt mal sagen, Hut ab an alle, die das machen. Weil man muss ja auch eigentlich fast jeden Tag dann schneiden. Oder man macht viele auf einmal und ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan davon, viele Videos auf einmal zu schneiden, weil irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr und dann macht man es so schludrig, dann wird es nicht mehr so gut. Dann, ja, spart man an jeder Ecke und an jeder Kante, um schnell fertig zu werden und deswegen habe ich mich gestern auch dabei ertappt und habe es dann gelassen. So, Mami macht warm. Ja? Ja. Genau. Und was magst du essen? Was essen? Hier, was magst du essen? Wir haben noch Brötchen. Und gestern? Magst du ein Brötchen? Ja. Ja? Okay, dann nehmen wir die Brötchen mit. Warm. Warm, ja, ja, ja. Mamas gesalzene Butter muss auf jeden Fall mit. Ja, ich bin gespannt, weil mein letztes... Also, wie sie ausschaut. Mein letztes Follow Me Around, das war ja... jetzt nicht so... interessant für euch, glaube ich. Das haben jetzt nicht viele angeschaut. Und bin ich mal gespannt, wie das wird mit der Woche. Hm? Ist halt kein Follow Me Around Kanal, ne? Ist halt wirklich so. Ich mache jetzt mal Finn sein Cover und melde mich nachher wieder. Ich habe jetzt ein bisschen aufgeräumt, also das Wohnzimmer halt sauber gemacht, ein bisschen im Bad die Armaturen und so abgewischt und ein bisschen nach der Küche geschaut und ja, jetzt habe ich noch ein Video hochgeladen und zwar den dritten Vlog und den mache ich jetzt gleich mal neue Windel, der Müffel. Hast du Hose kack? Ja. Ja? Genau. Und nachher müssen wir unbedingt heute, wirklich, wir vergessen es seit zwei Wochen, Finns Krankenkarte zu seinem Arzt bringen. Und, ja. Finn war vor ein paar Wochen, ja, erkältet und wir haben irgendwie die Krankenkarte vergessen oder nicht gefunden. Irgendwas war, ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall hatten die Krankenkarte nicht und haben gesagt, wir sollen sie am nächsten Tag nachreichen. Ach genau, Patty hatte sie und er war aber in der Arbeit und ich musste mit ihm zum Arzt, so war das, genau. Ja, und dann haben wir gesagt, ja okay, wir reichen sie nach und wir haben sie jeden Tag vergessen, wirklich. Und das ist schon zwei Wochen, wir haben jetzt sogar schon einen Brief, also einen Anruf bekommen, haben dann dran gedacht, dann war es wieder weg am nächsten Tag. Und jetzt haben wir auch noch einen Brief bekommen und das muss heute auf jeden Fall gemacht werden. Genauso wie dieses doofe Regal, ich habe euch von dem Regal erzählt, es hängt immer noch nicht. Dieser Knopf, du. Oh, der hat schon wieder einen Schnuller gefunden. Was soll ich denn da noch machen? Finn ist nur leer aufräumen. Nein. Naja, wenn sie kaputt gebissen sind, sind sie weg.
Da müssen einfach mal ein paar weniger werden. Ja, genau. Also das auf jeden Fall müssen wir machen. Irgendwas war noch. Genau, ich gehe heute auf jeden Fall noch in DM. Ist mir voll egal. Ich bin auch am Überlegen. Ich könnte eigentlich auch kurz alleine die Karte vorbeibringen zum Arzt. Jetzt ist es 13.15 Uhr, finden wir bald schlafen, aber kurz dahin fahren, die abgeben und zurück müsst ihr gehen. Das ist ja nicht lang und dann muss ich auch nicht extra ins Parkhaus, oder? Wenn ich da wirklich nur kurz halte, die gebe, die scannen die ein und dann wieder gehen. Ja, also vielleicht mache ich das jetzt noch, bevor der ins Bett geht, dann haben wir das schon mal hinter uns und nicht wieder vergessen. Morgen habe ich endlich einen Nageltermin. Ja! Und zwar sehen meine Nägel ja furchtbar aus, ne? Habe ich ja gezeigt. In dem Vlog von vorgestern. Glaube ich. Finn spielt mit seinem komischen Tier. Wir haben in Ungarn ja so ein Hüpfding gekauft. Das ist eine Hüpfsiege, glaube ich. Und die spielt das Barbie-Girl-Lied. Also ist wirklich ein total altes Teil. Aber der hat sich damals da drauf geschmissen und fand das so toll. Ach, den Laptop von Papa hat er auch wieder aufgemacht, da wird er sich freuen. Ja, was wir es ihm gekauft haben für 10 Euro. Aber das nervt. Ich meine, dieses Lied, das hab nicht mal mehr ich in Erinnerung. Also so jung war ich da noch, dass mich das nicht interessiert hat. Übrigens kam gerade mein Spielzeugkiste-Video raus. Ich bin ja mal gespannt, ob es da Reaktionen drauf gibt. Aber Werbung machen ist ja jetzt zurzeit nicht so gefragt in YouTube. Aber es ist ja wirklich einfach nur eine Herausforderung für mich gewesen, so ein Projekt einfach. Weil mir das voll Spaß macht mit so vielen verschiedenen Perspektiven und alles. Und das Video, das habe ich bestimmt jetzt einen Monat lang hat's gebraucht, bis ich das jetzt hatte. Ja, fast einen Monat. Obwohl, heute ist es ein Monat. Bis die Kiste da war. Dann musste ich filmen, während Finn damit spielt. Dann musste ich filmen, als sie ankam. Dann musste ich filmen, als ich sie aufgemacht habe. Dann musste ich filmen, wie man die bestellt und alles. Das sind ganz viele verschiedene Frequenzen. Aber sowas macht einfach Spaß. Es ist so eine Herausforderung. Und deswegen mache ich sowas total gerne. Und da ich die Spielkiste ja... Ich sag immer Spielkiste, das heißt Spielzeugkiste, Mann. Mädchen. Da ich die ja voll cool fand, habe ich das auch mega gern gemacht. Einfach. Hab gefragt, ob ich das darf. Durfte ich. Was? Fuinksex. Fuinksex. Ja. Was bedeutet das, mein Schatz? Fuinksex. Oh, ich laber nur. Also es sind wirklich Vlogs. Es sind keine FMAs wie sonst von mir gewöhnt mit schöner Musik. Unterblendet und viele verschiedene Perspektiven, sondern man sieht immer nur mit bla bla bla. Also bei meinem dritten habe ich das auch gesehen, dass eigentlich immer nur mein Kopf sieht und bla 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 bla. Naja. Ist auch mal was Neues, oder? Weil ich so viel, so redselig bin. So ihr Lieben, wisst ihr, was mir gerade eingefallen ist? Ich kann die Karte gar nicht bringen, weil Patty die natürlich immer noch hat. Oh Mann, oh Mann. Computer. Auf jeden Fall der dritte Vlog, der lädt gerade hoch. Und, boah, das nervt. Genau. Finn geht demnächst mal wieder ins Bett. Wie jeden Tag. Also ich merke schon, langsam wird es, glaube ich, echt langweilig jetzt, was ich euch hier erzähle. Weil es einfach immer dasselbe ist. Es ist halt so, mit Kleinkind hat man natürlich so eine gewisse Routine, die braucht man auch. Ich habe hier so ein Engelchen geschenkt bekommen von Patty, seiner Mama. Das hat der Finn jetzt aufgemacht. Jetzt probieren wir das mal kurz aus. Ui! Kann man eigentlich auch dann an einen Weihnachtsbaum hängen, oder? Ja, ja, ja. Ja, hier ist was zum Reinhängen. Ja, ja, ja. Hübsch. Endless loss that you feel. You are pulled from the wreckage of your silence reverie.
Und ich bin süß. Und wenn du mich siehst, dann gibst du mir ein Küss. Rappen ist nicht für Deppen. Denn ich bin der Fini. Ich bin der Fini. Ich hab den Swag. Ich hab den Swag. Ich hab den Engel in der Hand und rap. Yay! Die Mama ist schon dumm, gell? Du Armer. Machen wir die Winde von Winnie Puff. Oh! Ja, wir machen noch zu. Dann sind wir auch schon fertig. Ja. Ja. So. Du brauchst aber Entertainment hier, du. Mama, schlaf schön. Ja. Ich bin ja echt gespannt, ob der jetzt liegen bleibt. Also, ich habe euch ja noch nicht erzählt, aber Gott, meine Haare schon wieder, ey. Gestern, da hat er geschlafen, ohne einmal irgendwie zu murren. Das war wirklich toll. Also denke ich, dass wir es vielleicht bald überstanden haben und die Phase wirklich nur eine Phase. Auf jetzt mal, der bleibt liegen, weil das wäre dann wirklich, Alter, meine Haare, ein Riesenfortschritt. Es wird schon wieder dunkel. Wir haben 16.41 Uhr. Finn schläft noch halbwegs. Moment, ich gehe mal kurz ins Bad. Ich mache mich jetzt fertig. Ich habe mich entschieden, doch heute noch Kontaktlinsen reinzumachen, weil ich dann nachher noch ein Video drehen kann und mich nur für ein Video extra schminken, ja, das ist halt dann doof. Also mache ich das natürlich davor, bevor ich in die DM gehe und das Teil für Marleen kaufe, also was ich denke, was sie gekauft hätte, wegen der Regenbogen-Challenge, die wir machen. Genau, deswegen schminke ich mich jetzt kurz ein bisschen, mache Kontaktlinsen rein. Ich weiß nicht, ich mache so Videos nicht gern mit Brille. Ich meine, bei einem Follow Me Around, okay. Oh. Ja. Deswegen mache ich das. Danach werde ich Finn auf jeden Fall wecken, sonst schläft er mir heute Abend nicht. Patty ist nicht da. Der muss arbeiten in der Disco. Der macht das heute. Der kann sich immer ausruhen. Und heute ist halt ein guter Tag dafür, weil wir sonst immer was vorhaben. Ja, und dann gibt es auch erst heute Abend warmes Essen. Deswegen kriegt der Finn dann jetzt noch was anderes, schauen wir mal, was er gern hätte. Oder vielleicht auch eine Brezel beim Einkaufen. Mal sehen. Super, ich bin fertig, aber bin absolut nicht zufrieden. Ich sehe irgendwie voll augenränderig und so aus. Na? Also in echt sieht sie, also hier sieht es besser aus. Finn ist ziemlich, ja, nicht so gut drauf. Also er lässt sich nicht die Hose anziehen. Also bin ich mal gespannt, ob er überhaupt weg kann heute. Ich hoffe, er lässt es sich noch anziehen. Aber gerade fängt er immer an zu schreien und wirklich dann durchzudrehen. Na, das werdet ihr ja dann sehen. Es wäre halt schon gut gewesen, wenn ich das heute kaufen könnte. Oh, da ist er. Hey, du immer Schnulli tragen, das Kind. Ja? Ich verstehe nicht, da ohne Schnulli im Mundschatz. Lass den mal weg, genau. Mama! Fini? Jetzt machst du, als wärst du der Sonnenschein persönlich, ha? Huh? Ja. Ja. Fini hat sich anziehen lassen. Juhu! Schaut. Latzhose, ich finde die so süß mit der Eule drauf. Ich weiß jetzt, was ich da mal hole, beziehungsweise was ich denke, dass ich vielleicht gekauft haben könnte. Und genau. Dann will ich noch Spaghetti machen heute Abend. Als warmes Essen. Und dafür brauche ich noch ein paar Sachen. Und das holen wir jetzt. So, ihr Lieben. Wir essen jetzt ein Laugenbrötchen. Wir waren jetzt beim Lidl. War ziemlich anstrengend, weil der Finn keinen Bock drauf hatte. Der ist zwar mit ausgestiegen, aber dann wollte er nicht rein. Also habe ich ihn irgendwann einfach gepackt und reingetan. Na, wir brauchen auf jeden Fall Zeug zum Essen, sonst wäre ich wieder heimgefahren, wäre es was Unwichtiges gewesen.
Naja, jetzt haben wir das auf jeden Fall gemacht. Jetzt geht's in DM und ich bin mega gespannt, wie das jetzt wird, ey. Zurück, Paddy noch nicht. Ich weiß jetzt auch leider nicht, wann er kommt, weil sein Akku ist leer, haben noch geschrieben, seitdem schreibt er nicht mehr, also ist das Handy wahrscheinlich ausgegangen. Ja, auf jeden Fall möchte ich auch nicht, dass Finn jetzt zu spät ins Bett kommt. Jetzt ist es ungefähr 10 nach 7. Um 8 sollte er schon im Bett liegen. Deswegen lege ich jetzt noch die Wäsche zusammen und dann fange ich an zu kochen. Dann isst er halt schon mal. Genau, wir wollen ja die Bolognese mit den vegetarischen Schnitzel heute ausprobieren. Und ich bin sehr gespannt, wie es schmeckt. Da! So. Super. Gut gemacht. Warte, wir klopfen es ab. Warte, gefällt? So. Gut gemacht, mein Schatz. So, diese Schnitzel, die musste man aufweichen in so Gemüsebrühe, habe ich gemacht. Bisschen komisch riecht, muss ich zugeben, aber es ist halt Soja. Soja riecht so. Ich habe schon öfter auch bei anderen diese Messe hier gesehen. Und das kriegt man, wenn man irgendwas bestellt. Kennt ihr Gefro? Und die sind so geil, ey. Es gibt keine besseren Messer, finde ich. Und mit jedem, mit dem ich mich drüber unterhalten habe, der hat das auch gesagt. So, oh, hast du das auch? Ja, das ist so cool, das wird nicht stumpf und bla. Und es stimmt, wir haben das jetzt schon fast 2 Jahre oder schon über 2 Jahre. Auf jeden Fall lang. Und es ist immer noch scharf und ich benutze es für alles. Normal ist es ein Tomatenmesser, aber ich benutze es zum Zwiebelschneiden, zum Fleischschneiden. Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich mir noch so ein Set hole. Naja, auf jeden Fall, wenn ihr es nicht kennt, da gibt es ein kostenloses Willkommenspaket. Das verlinke ich euch mal in der Infobox. Dann könnt ihr es mal ausprobieren. Ja, und da kann man eben auch so Brühe kaufen, Soßen und solche Sachen. Die vegetarischen Schnitzel, das Lauchschnitzel finde ich so geil. Das schmeckt so lecker. Hey, Finn! Finn hat gerade ein Stück Zwiebel genommen und einfach auf den Boden geschmissen. Nicht machen! Hier habe ich jetzt Tomatenmark habe ich gekauft. Dann gehackte Tomaten und nochmal passierte Tomaten. Genau. Und dann gibt es Bolognese. Und mal schauen, was für einen Salat ich mache. Auf jeden Fall gibt es einen. Entweder normalen Salat oder Gurkensalat oder Tomatensalat. Mal gucken. Mal wieder sieht mein Essen nicht so schön aus. So, das ist mein Spaghetti Bolognese oder so was ähnliches. Spaghetti Bolognese. Und hier haben wir meinen Salat. Und den habe ich mit saurer Sahne gemacht. Schmeckt mega lecker. Ich liebe den so. Finny mag ihn auch. Sein Spaghetti hat noch gar nicht probiert. Hakuna Matata. Ja. Hakuna Matata. Auf diesen Spruch sage ich gern. Hakuna Matata, jetzt steht's als modern, glaube ich. Okay. Und? Nochmal. Ja. Es heißt, die Sorgen bleiben dir immer fern. Wie du guckst. Wie du guckst, das ist witzig. Und? Wie du guckst, das ist witzig. Das ist mega witzig, mein Schatz. Und? 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 Ja, so wird es nächstes Jahr spitzlos, Schatz. Also, ich muss sagen, dass diese vegetarischen Schnitzel-Dinger wirklich gut geschmeckt haben. Also, können wir öfter machen. Ist auch kalorienärmer auf jeden Fall. Isi hat auch schon gesagt, es schmeckt gut. Gabe! Isi, da ist ein guter Geschmack. Gabe! Ja, ups, Gabe runtergefallen. Genau, und jetzt werde ich dann mal einen Film fertig machen. Paddy ist irgendwie immer noch nicht da. Also mache ich das mal alleine, weil es ist echt schon später, als ich dachte. Ja, es ist schon 40 nach 8, also jetzt ist es schon fast 9.
Kann ich mal fokussiert werden? Ja, also es ist jetzt schon fast 9 und ich wollte ihn um 8 ins Bett bringen. Aber das ist ja immer ein bisschen schwierig alleine. Da braucht alles länger. Der ist so süß gerade. Der war den ganzen Tag heute unausstehlich und jetzt ist er so süß. Jetzt ist er so ein süßes Kleid. Mama, Kuss. Ohne Luftballon. Mein Schatz hier. Tun wir Zähne putzen? Nein. Doch. Wir müssen Zähne putzen. Und Finn hat sich noch 1000 Nudeln drauf gemacht, die er nie im Leben essen wird oder wollte, weil wie man sieht, sind sie noch da. Gott, ich habe halt solche Augenränder. Ich hoffe, ich kann es ein bisschen reduzieren. Jetzt drehe ich dann noch gleich das Video, weil ich habe jetzt endlich das letzte fehlende Puzzleteil. Und ich, wenn ich irgendeine Kooperation oder so mache, dann bin ich immer ganz glücklich, wenn ich es schon viel früher fertig habe, dass einfach nichts mehr passieren kann. Dass ich es habe und gut ist. Ich habe immer Angst, ich vergesse es oder so. Und deswegen so schnell wie möglich. Der Paddy ist jetzt doch noch gekommen und hat uns überrascht, als wir gerade wieder Buch gelesen haben. Das ist ja so der Schluss, bevor er ins Bett geht. Also gerade noch rechtzeitig. Und jetzt habe ich ihn gesagt, dass der Papa noch weiter liest, weil so lange mache ich mich dann mal kurz fertig, um das Video dann zu drehen. Und es ist echt witzig, was der alles schon kann. Als ich das Buch mit ihm angeschaut habe, hat er gesagt Erdbeere, Schnecke und andere Wörter, die ich eigentlich von ihm noch nie gehört hatte. Ist echt krass, was der alles schon weiß. Das denkt man gar nicht. Ja, auf jeden Fall, dann wo ich raus bin, habe ich natürlich noch das Licht abgedunkelt und dann Finn, Tür zu. Echt krass, also ich weiß auch nicht, woher er das hat, weil ich sage auch nicht die ganze Tür zu oder irgendwer. Also, ach ja, der lernt so schnell und so viel. Naja, jetzt mache ich mich auf jeden Fall fertig. Dreh das Video, mach ein Bild und schick das der Nadine für das Thumbnail und dann verabschiede ich mich wahrscheinlich. Also.